Das ist gut für uns. Das ist schlecht für uns. Ja. Einigt euch! Ja, das kann uns egal sein. Soll jetzt immer drei Meinungen, einigen wir uns in der Mitte, ist es uns egal. Ihr seht es so, wenn Bobarat persönlich die Harfe nur zum Erstummen gebracht hat, anstatt sie zu verderben und für seine Zwecke einzuspannen, bedeutet das, dass sie hinreichend resilient gegen dämonische Verseuchung ist, dass ihre Kraft vermutlich ihr immer noch innewohnt und für uns brauchbar ist. Das bedeutet im Gegenzug auch, dass wir immense Kraft brauchen, um diese Harfe überhaupt wieder zum Schwingen zu bringen. Der Dämonenmeister selber hat sie zum Verstummen gebracht. Nun, er hat vermutlich nur eine wirkenden Zauber aufgelöst. Die Matrix selbst sollte ja noch innewohnen und von uns bedienbar sein. Nun, ich denke, er wird sie auch gesichert haben. Das wiederum ist eine Möglichkeit. Wir könnten uns unter Umständen einem Wächterdämon gegenüber sehen. Nun, ihr könnt die Harfe selber gesichert haben mit einem Zauber. Und keiner von uns in der Lage, gegen ihn zu stehen. Fallen zu legen ist nicht Barbaras Art. Ich dachte nicht an eine Falle, ich dachte mir an einen Verschlusszauber. Nun, seine Wortwahl war auf jeden Fall: Ich gebiete dir, verklinge. Und verklingen wirst du. Also. Ja, das ist sehr, nun ja, vage. Ihr vergesst aber mir, dass der Dämonenmeister pflegte, sich auch als ebensolcher zu benehmen. Und entsprechend Dämonen für alles einsetzte, was er nur konnte. Auch wenn, ihr habt recht, ein einzelner Verschlusszauber wahrscheinlich das Bessere gewesen wäre. Nun gehen wir davon aus, dass er einen Dämon dort platziert hat. Ich denke nicht, dass ihr es fähig seid, einen Dämon vom Dämonenmeister zu übernehmen, oder vermute ich falsch? Nein, ich bin allerdings fähig, einen Dämon zu übernehmen, dessen Meister vor vielen Jahren entrückt wurde. Nun, er gebot ihr als Sohn des Nandus. Einen Dämon habe ich nicht gesehen. Nun. Selbstverständlich könnte es auch sein, dass sie gar nicht gesichert ist. Wir wissen es nicht. Es könnte auch sein, dass wir sie einfach nur nicht wieder zum Klingen bringen können. Aber nun, so ist offenbar die Lage. Ich denke nicht, dass sie fortbewegt wurde, aber nun ja, wo diese Höhle ist, in diesem Punkt hat mich diese Vision auch nicht weitergebracht. Korrigiert mich, aber der Elf wird es vermutlich wissen. Ich habe kurz mit dem Elfen gesprochen. Er schien auf einem ähnlichen Wissensstand zu sein wie ich, aber ja, vielleicht weiß er mehr. Er ist nur sehr seltsam. Er ist ein Elf. Naja, wenn er aufhört, überall bunte Bänder dran zu binden, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wo bekommt er die überhaupt her? Ich bin mir ziemlich sicher, Boltax hat ihm welche gegeben. Oh ja, das würde Boltax eh nicht sehen. Ich habe ihn nämlich noch mit einem verschmitzten Grinsen wieder in seine Kajüte verschwinden sehen. Ja, das klingt nach Boltax, aber seien wir ehrlich, es gibt Schlimmeres, als dass er bunte Bändchen an unsere Reling bindet. Das sagt ihr nur, weil er noch nicht gesehen hat, dass er auch Mira eine Schleife ins Haar gebunden hat. Ihm eine betrachtliche Leistung, möchte ich meinen. Er scheint eine Hand für Tiere zu haben, aber das sagt man diesen Elfen ja auch nach. Ich kann mir Mira beim besten Willen nicht mit einer Schleife vorstellen, aber danke für dieses Bild. Ich bin auch kein Freund, wenn ihr euch, wie ihr bestimmt vermuten könntet. Ja, es mindert ihre blutrünstige Aura doch ein wenig. Obwohl sie schon ziemlich niedlich war, das können wir an der Stelle auch mal kurz anerkennen. Aber ja. Wollen wir das Gespräch wieder auf den eigentlichen Ursprung zurücklenken? Noch dauert das noch die ganze Nacht. Wir sprachen gerade über wichtige Dinge, Abelmir. Über Schleifen, Bären. Ja, ungeheuer wichtig. Ich denke, ihr seid nun informiert und wenn ihr zu Bett gehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich musste das nur noch loswerden. Es hätte mich sonst die ganze Nacht wach gehalten. Wird es wahrscheinlich sowieso. Wir können uns überlegen, wie wir die Harfe ausfindig machen. Indem wir, ich weiß nicht, der Magie nachspüren. Ich weiß es nicht. Wir können sie etwas überlegen, jeder für sich.
Naja, ich spüre jetzt eine Richtung, ähnlich wie es der Elf von sich behauptet. Vielleicht führt uns das zu der Harfe, vielleicht auch nicht. Naja, kann denn jemand Harfe spielen? Unglücklicherweise nicht, nein. Was sollte man mit so einem Quatsch können? Also, das naja, diese Elfen, die sind ja... Die also jetzt müsst ihr mich korrigieren. Über die, ihre Lieder. Genau, die... Also die zaubern nicht wie ihr, sondern so... Dieser Mandarion sagt immer nicht, er zaubert, sondern er macht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, singen und tanzen und so. Also ja, der, und in der Schlacht. Der Elf, der das gemacht hat, hat bestimmt nicht gezaubert, sondern gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wahrscheinlich irgendwelche Tänze aufgeführt. So ein der hat vermutlich einfach wirklich diese beschissene Harfe gespielt. Nun ja, ich habe in meiner Ausbildung natürlich einige Grundlagen in verschiedenen Instrumenten gelernt, aber nun, ob ich mich dieser Aufgabe gewachsen fühle, eher nicht. Naja, Mandarion sagt ja immer, er hört dem Wind zu. Er erzählt viele Dinge, die nun ja etwas seltsam klingen. Ich kann das bestätigen. Wie gesagt, ich höre es jetzt auch. Also, ich glaube zumindest, die Vermutung ist nicht schlecht, dass der Elf, der es mal am Anfang gemacht hat, tatsächlich die Harfe gespielt hat und dann in seiner allwissenden Elfenweisheit, was weiß ich, ist dann halt dieses Lied entstanden. Ich hätte noch eine andere Theorie anzubieten. Diese Harfe bündelt vielleicht eine Kraftlinie oder erschafft sie oder lenkt sie oder er bündelt sie. Wenn wir uns einer Kraftlinie folgen können, dann könnten wir auch diese Harfe vermutlich schneller finden. Naja, könnt ihr eine Kraftlinie denn finden? Das sollte möglich sein, ja. Nö, dann ist das doch ein guter Vorschlag, oder nicht, Capitana? Auf jeden Fall, wir sollten nach einer Ausschau halten, wenn wir uns nähern. Zumal diese Kraftlinie vermutlich einen bestimmten, nun ja, ein bestimmtes Merkmal aufweisen muss, der Verständigung oder der elementaren Kraft. Oder der Antimagie? Möglicherweise auch das. Obwohl mir keine Kraftlinie bekannt ist. Ich wollte gerade eben so einwenden. Mir wäre keine Kraftlinie bekannt, die Antimagie zugeordnet ist. Es tut mir leid, ich bin nicht sehr bewandert in diesen Dingen, aber ich erinnerte mich an den Chor der Elfen, die Rassasor zur Landung gezwungen haben in der Schlacht. Nun, das war keine Kraftlinie, das war Elfenmagie. Ja. Ja, es ist nur, wenn die Harfe den Strudel unterdrückt, ich bin nicht sicher, was für eine Art von Magie das wäre. Ich vermute ein elementarer Effekt. Naja, also ich vermute, man muss einfach nur das gleiche Lied spielen. Wo ich herkomme, gibt es keine Elfenkapitän, ja, ich kann euch da nicht beraten. Nun, vielleicht hilft es uns das Beobachten einer Kraftlinie und so weiter. Es war nur eine Theorie. Naja, schadet ihr auf jeden Fall nicht, also. Ja, geht dieser Theorie gerne nach. Übrigens, Capitana, ich habe mich mit Kapok über die Karten gesetzt. Wir haben einen passenden Punkt in der Spitze von der Insel Tisal gefunden, dem unsere Schiffe bleiben können. Die werden dann selbst bei schlechtem Gewind auf Rammgeschwindigkeit etwa 3 Stunden von Rulat entfernt. Also immer noch in guter Zeit erreicht. Außerdem habe ich die Zeit genommen und zeitgleich mal die Informationen, die uns die Boten gebracht haben, diese Energiewellen zusammengefasst. Und jetzt, da wir das mit Rulat wissen, können wir Rulat als Ursprung des Ganzen nun feststellen. Wenn wir die Linie von Rulat, also von diesem schwarzen Pforte aus ziehen, dann geht sie direkt durch Lianka, durch den Vorort und durch einige weitere Orte hindurch. Gute Arbeit, Diamantis. Lässt das Prognosen über die Zukunft zu? Wahrscheinlich nicht allzu präzise, oder? Solange wir nicht wissen, was Aussie da tun, können wir wohl nur vermuten. Und wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass
dass die Wellen stärker werden, je weiter das Ritual fortschreitet. Aber nun, die Welle, von der wir überrascht wurden, ist nun schon über eine Woche her. Das heißt, dieses Ritual ist auf jeden Fall nicht schnell vollendet. Also wird es wohl noch eine Weile fortgeführt werden müssen. Nun, über die Dauer können wir nur spekulieren. Wann es begann und wie lange es dauert, wissen wir nichts. Naja, länger warten ist nicht für, also wird für uns nicht positiv sein. Das gewiss nicht, nein. Ich denke, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass das Ritual gerade vollendet wird, wenn wir vor Ort sind und unabhängig davon, was seine Auswirkung ist, sich diese ganzen Schiffe zerstreuen und oder nach Süden bewegen und wir dann von ihnen umringt sind. Aber nun ja, das wäre der schlimmste Fall. Im günstigsten Fall haben wir das Ritual gestört und sind wieder weg, bevor sie uns zu fassen kriegen. Nun, wir könnten unser Schiff auf die hohe See ausweichen. Diese Galeeren vermutlich nicht. Das, aber selbstverständlich, die Trimären des Patriarchen auf die hohe See ausweichen. Ja, diese Triremen sind sehr anfällig gegen hohen Wellengang. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich dachte, wir hatten bereits festgestellt, dass wir einer Dämonenarche sowieso nicht entkommen können. Das ist richtig, aber wie gesagt, wir könnten ja auf die hohe See ausweichen, probieren zumindest, Galeeren nicht. Nun, sollte sich eine Situation ergeben, in der die Galeeren eher eine Belastung sind oder wir sie unnötig in Gefahr bringen, können wir uns immer noch trennen. Es sind immer noch unabhängige Schiffe mit eigenen Kapitänen. Ihr trefft die Entscheidung. Naja, das müsst ihr ja nicht mit so einem Lächeln im Gesicht sagen, Abelmir. Doch, das muss ich. Ich war früher leid, diese Entscheidung treffen zu müssen und möchte ich sehen, was eure Entscheidung ist, Kapitana. Ja, ich weiß, ihr genießt es sehr, nicht mehr an allem schuld zu sein. Nun, du willst es nicht ausdrücken, aber ja. Aber Kapitana, wenn es euch beruhigt, wir genießen es auch sehr, dass ihr jetzt die Befehle gibt. Danke. Nun, was ist eure Entscheidung? Ich habe meine Entscheidung bereits gefällt, Abelmir. Ihr seid der Einzige, der immer wieder davon anfängt. Nun gut, dann verfolgen wir euren Plan weiter und sehen, wo ihr uns hinführt. Naja, wie man so schön sagt, das hier ist eine Situation, in der wir nicht verlieren können. Ich weiß euer Selbstvertrauen, was die Sache angeht, zu schätzen. Naja, entweder wir halten das Ritual auf, oder wir sterben alle. Also wie immer. Wie immer. Im Grunde ist das der ganze Plan, den wir verfolgen. Und ob es nun schon in Rulat ist oder erst im Seelengrund. Unser Ziel ist und bleibt es, Paligan aufzuhalten. Und dieses Ritual sollte nicht vollendet werden. Nun dann. Dann wünsche ich den Herrn eine gute Nacht. Werden wir bei den ersten Sonnenstrahlen aufbrechen? Gibt es noch etwas zu erledigen? Und die Trimären sollten in Kontakt gesetzt werden, aber das wird wohl ein leichtes sein. Sonst denke ich, wir sind aufbruchbereit. Gut, dann setzt alle in Kenntnis, die es wissen müssen. Zum Beispiel Havulgard, denn ihr kommt dabei eine gewisse zentrale Rolle zu. Und nun auch die beiden Triremen. Und dann können wir morgen aufbrechen. Hi, eine erholsame Nacht euch allen. Boron segne euch. Und so wird der bereits kühlte gute Nacht und runtergeschluckt und weitergegangen. Ne, ganz weiter mal. Wir schreiben den 28. Februar.
früher Morgen und die Sonne versucht aufzugehen, schiebt sich unter den schweren Wolken hervor. Ihr könnt sehen, wie mittlerweile Schnee herunterfällt. Euer Deck ist beachtlich kalt. Das Wasser, was sich in den letzten paar Tagen hier gesammelt hat, wurde selbstverständlich abgetragen und auch geputzt, aber es hat sich so eine kleine Schicht gebildet aus Reif, der jetzt auch beharrlich von der aktuellen Mannschaft versucht wird, herwegzuputzen mit irgendwelchen warmen Wassern, die aus der Schiffszimmermannsgilde vorne vom Bug des Schiffes herangebracht wird, versucht man dann diesen Schnee zu bekämpfen. Die Mannschaft fröstelt etwas, man hat sich etwas dickere Klamotten herbeigelegt, vor allem wenn man dann jetzt auch weiß, dass es in Richtung Norden geht, in Richtung Rulat, Tobrien. Tobrien ist sowieso immer schon viel mit Wind sehr kalt gewesen. Und gerade mit dieser Jahreszeit, wo Firon stark schneidet, wird es sehr unangenehm. Die Rufe ertönen, wenn ihr sie dann gebt. Und Havulgard steht wohl mit zwischen den Mannschaftern. Taue werden gelöst und ihr seid nach und nach aufbruchbereit. Ist dieses Wetter denn normal für diese Jahreszeit, also auch in Aranien? Also Aranien selber hat ja eigentlich immer sehr gemäßigtes Klima. Schnee normalerweise nicht, aber es wird schon kalt. Es kann natürlich am Hafen mal vorkommen, dass da dann besonders schneidender Wind ist, aber du würdest eher auf offener See damit rechnen, als auf der warmen uronischen Halbplatte. Zulamin steht neben Rafim an der Reling. Sie hat sich in einen warmen Brokatmantel gehüllt und meint so, in meiner Vision war auch Schnee. Das ist ungewöhnlich um diese Jahreszeit in Aranien. Ja. Ich denke, das wird mehr als faszinierend. Wollt ihr euch nicht auch schon einmal unser Ende zu sehen? Und ich hoffe, dass dies noch nicht unser Ende sein wird. Aber das hofft man jedes Mal. Ja, macht euch keine Sorgen. Es sind noch zu viele Heptarchen zu töten. So, dann wollen wir einmal Caligan in die Suppe spucken. Denn das kann ja wohl nicht angehen, dass er einfach ungestört, was auch immer er da oben tut, fortsetzen kann. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ja, leider fehlt mir wirklich inzwischen das magische Verständnis, um zu verstehen, was die Bastarde da eigentlich tun. Nun, offensichtlich fehlt es selbst unseren Magiern. Das ist, ja, vielleicht etwas, was noch nie getan wurde. Naja, manche von unseren Magiern haben wir auch eher wegen der Persönlichkeit dabei, als wegen ihren Fähigkeiten. Das würde ich so nicht sagen. Ich schon. Du würdest es ihnen sicherlich auch ins Gesicht sagen, ja? Das ist ja der spaßige Teil. Lamin grinst und apropos ins Gesicht sagen, da fällt ihr plötzlich ein, wo war nochmal dieser Elf und guckt in die Takelage, ob der eigentlich noch da ist oder ob der gegangen ist, als wir losgefahren sind? Der sitzt da, die Beine baumelnd und schaut sich die Sterne an. Du bist dir nicht sicher, ob er sich der Tatsache gewahr ist, dass ihr losgefahren seid, aber müsste er ja eigentlich. Der Elf ist immer noch da. Er hat wohl beschlossen, uns zu begleiten. Und das kann ja etwas werden. Ja, ich bin schon mal mit ihm gereist. Er ist ein seltsamer Gesell, aber eigentlich ganz handsam.
Also gut, Madame, wir sind bereit, loszusegeln. Sagt man so? Oui? Ja, ich denke, so sagt man. Das ist gut. Dann, wir sind soweit. Kurs habe ich bekommen von Monsieur Kapok. Und ich setze halbes Segel in Richtung Rulat. Oui. Wunderbar. Oh oui, Madame. Ich werde unsere Richtung im Auge behalten und sehen, ob sie mit dem übereinstimmt, was die Göttin mich wissen lässt. Aber für den Moment scheint mir dies der richtige Kurs zu sein. Oui, Madame, ihr könnt selbstverständlich immer Verbesserungen geben, wenn ihr mögt. Ich steuere, wohin ihr mögt. Oui. Halbes Segel, Zerzehn! Erklärt mir, wieso setzt ihr nur ein halbes Segel? Ist der Wind zu stark oder was ist der Grund? No, Madame, wir müssen uns erst einmal in den Wind drehen und dafür brauche ich vor allem Ruderkraft. Moment, er dreht und wirbelt einmal das Ruder in seiner Hand umher und du kannst sehen, wie es hinten dann irgendwie hölzern klickt und dann ihr euch langsam aus dem Hafen herausdreht. Gut, Madame, wir werden auf Oasee werden wir volles Zeug setzen, aber hier muss ich aufgrund der anderen Schiffe noch gut manövrieren können. Sagt man so? Ja, das ergibt Sinn. Oui, Madame. Und ja, Zulamin würde sich auch auf der Fahrt öfter mal in der Nähe von Leuten halten, die wissen, wie man ein Schiff steuert. Und versuchen ebenfalls ein Verständnis dafür zu entwickeln, wann man was tut. Und hey, warum. Mann, Kapitän, Mann. Frau, Mann. Laut meinen Berechnungen, Mann, haben wir 325 Meilen, Mann. Und wenn alles so bleibt, dann sind wir in 27 Stunden da, Mann. Frau, Mann. Gut, danke für die Auskunft. Gerne, Mann. Gebt auf jeden Fall Bescheid, wenn wir auf der Höhe der Südspitze von Tisal sind. Eventuell müssen wir dann den Kurs noch einmal korrigieren. Das kann ich tun, Mann. Ich stimme mich dann ab mit Silem, Mann. Gut. Und so segelt ihr aus dem Hafen von Janke. Lasst die anderen Schiffe hinter euch. Wolltet ihr ein Geleitschiff mitnehmen? Naja, wir hatten ausgemacht zwei. Zwei Stück. Genau, und zwar die Trirem des Patriarchen. Davon haben wir drei. Eine davon gehört Chiaras, aber genau. Der ist ja nicht in Lianka. Korrekt. Und die anderen beiden nehmen wir mit. Somit sind wir in einer Dreierflottille unterwegs. Ausgezeichnet. Wie heißt denn die dritte? Die eine ist der Wille des Patriarchen. Chiaras sein ist der Fluch der Wahrheit, aber die dritte vergesse ich immer. Fluch der Wahrheit ist so ein guter Name. War das? Fluch der Wahrheit ist so ein guter Name, deswegen haben wir die Chiaras gegeben. Ist auch ein cooler Name. Ich muss gerade mal schauen. Häfen am Perlenmeer, allgemeiner Notizblock. Wo sind denn... Ich glaube, ich hatte das mal zitiert, aber in irgendeinem unserer Unterforen. Gruppen, Hafen und Reedereien, kann es da drin sein? Alanfanische Schiffe, Galeere, Fluch der Wahrheit, Kapitän Chiaras Karinor, gerudert, Sklavenschiff, Galeere, Wille des Patriarchen und Bistariets Rapsporn. Das war die dritte. Ja, die kommt auch mit. Gut. Und so könnt ihr mit zwei alanfanisch geruderten Triremen an eurer Seite den Hafen verlassen und stecht in die kalte, wilde See.